Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo es um die Mehrfachregression geht. Wir sind stehen geblieben bei der Parameterberechnung. Diese haben wir berechnet für folgenden Datensatz, den wir in dieser Tabelle hier sehen können. Und auf Grundlage der Berechnungen ist dieses Mehrfachregressionsmodell entstanden. Die Frage, die wir uns nun stellen, ist, war es das? Oder kann man noch weitere lustige Berechnungen machen, die uns weiterbringen, unsere Daten zu deuten und zu interpretieren? Und die Antwort lautet, natürlich gibt es noch weitere Berechnungen. Diese sehen wir in der nächsten Folie. Dafür haben wir folgende Tabelle vorbereitet. In der zweiten Spalte haben wir den y-Wert, den wir aus der Tabelle entnommen haben. Und eine Spalte weiter rechts haben wir y-Dach. Das ist der geschätzte y-Wert, den wir der Formel entnehmen, die wir soeben aufgestellt haben. Und wir sehen, dass die Werte 7 und 6,9143 wie im ersten Fall relativ eng beieinander liegen. Die Abweichung zwischen den beiden Werten ist eine Spalte weiter rechts eingetragen, beim U-Dach. U-Dach hoch 2 ist nichts weiteres als die quadrierte Abweichung. Und ganz rechts haben wir noch einmal die quadrierte Abweichung zwischen geschätztem Y-Wert, dem Y-Dach, und dem gemittelten Y, sprich dem Mittelwert, welcher hier 6,6 ist. Und mit diesem Wissen können wir die Residualvarianz berechnen. Die Formel dafür lassen wir mal kurz einblenden. Und zwar wird die Residualvarianz mit dem Buchstaben Sigma gekennzeichnet. Hier in diesem Falle Sigma Dach hoch 2. Und diese errechnet sich aus 1 durch die Anzahl der Freiheitsgrade multipliziert mit der Summe aller quadrierten Residuen. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Wir rechnen n, das ist die Anzahl der Samples, in diesem Fall 4, minus die Anzahl der unabhängigen Variablen, das wäre 2, und das nochmal minus 1. Und wir erhalten den Wert 1. Das multiplizieren wir mit 0,0114. Als Ergebnis erhalten wir exakt den gleichen Wert, weil wir ja mal 1 rechnen. Aus der Residualvarianz lässt sich ganz einfach der Residualstandardfehler ermitteln. Und zwar lautet die Formel dafür, man nehme die Wurzel aus der Residualvarianz. Das machen wir dann mal und wir erhalten den Wert 0,10677. Was sagt uns dieser Wert nun? Dieser Wert sagt uns, dass die durchschnittliche Distanz zwischen Regressionsgrade und den beobachteten Werten ca. 0,1 beträgt. Natürlich sind kleinere Werte immer besser. Dies impliziert nämlich, dass die beobachteten Punkte umso näher an unserer Regressionsgraden liegen. Weiter geht's mit dem Bestimmtheitsmaß. Die Formel dafür sieht sehr kompliziert aus, aber das ist sie nicht, denn wir haben ja diese Tabelle da. Wenn wir nämlich genauer hinschauen, dann sehen wir, alles, was wir benötigen, das haben wir bereits errechnet. Das Einsetzen der Werte in unserer Formel führt zu folgendem Ergebnis. 0,9949. Was aber sagt uns dieser Wert aus? Um das zu erklären, meine Lieben, gehen wir mal eine Folie weiter. Das Bestimmtheitsmaß R hoch 2 ist ein Maß für die Abweichungen der Prognose eines Regressionsmodells. Das bedeutet, wenn der Wert nahe 0 liegt, dann erlauben die unabhängigen Variablen keine Vorhersage der abhängigen Variablen. Bei einem Wert nahe an 1 haben wir eine gute bis sehr gute Modellanpassung. Nochmal in einfachen Worten, die Formel für das Bestimmtheitsmaß ist 1 minus dem Verhältnis zwischen unerklärter Variation und Gesamtvariation. Neben dem Bestimmtheitsmaß, wie wir es jetzt gerade vorgestellt haben, gibt es noch das korrigierte Bestimmtheitsmaß. Und zwar ist bekannt, dass durch Aufnahme zahlreicher, auch unsinniger Variablen in die Regression sich das Bestimmtheitsmaß erhöht. Eine mögliche Lösung wäre, einen Strafterm in die Formel für das Bestimmtheitsmaß einzufügen. N bezeichnet in unserem Strafterm den Stichprobenumfang, sprich die Anzahl der Samples, und P stellt die Anzahl aller unabhängigen Variablen dar. Die sogenannte Strafe steigt mit der Anzahl der unabhängigen Variablen. Daher nimmt das korrigierte Bestimmtheitsmaß in der Regel einen geringeren Wert an als das einfache Bestimmtheitsmaß. Die Strafe fällt für zusätzliche Variablen, insbesondere bei geringem Stichprobenumfang, ganz hoch aus. Alles klaro. So langsam würde ich mich dann auch wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.